Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Mit dem Talk Truck als Gäste habe ich die Jungs von Let's Rock Minecraft. Mein Problem ist, ich vertone das gerade neu, weil meine Stimme, die habe ich leider zerschossen, ich Vollidiot. Und deswegen muss ich alles, was ich gesagt habe, so halbwegs nachvollziehen und jetzt mir überlegen, was ich da so erzählt habe, ja. Jetzt fällt mir ungefähr wieder ein, was ich als nächstes gefragt habe, nämlich irgendwie sowas, ob die beiden Basti und Daniel von Let's Rock Minecraft, ob die auch sehr häufig mit Leuten aus der Community zusammenspielen und wie wichtig das so ist. Größtenteils spielen wir, ja, also es sind auf jeden Fall Zuschauer, die dann irgendwann natürlich die Community dann beitreten. Wir haben ja unseren eigenen Server, wo sich jeder auch drauf einloggen kann. Um allerdings dann auch zu bauen, muss man sich auch in einem Forum auch mal vorstellen, weil wir da auch einen gewissen, ja, ich nenne es mal Skill-Level, ein gewisses Niveau an Können auf unserem Server haben muss. Ja, mit denen, also die sind relativ selbstständig, also diese ganzen Städte, die wir bei uns auf dem Server haben, die verwalten sich auch alle selber. Ab und zu kommt es dann aber auch mal dazu, dass wir dann sagen, komm, wir machen mal irgendein Projekt. Wir haben, glaube ich, das ist jetzt allerdings schon wieder Monate her, da hatten wir zum Beispiel irgendeinen Orden gebaut, so eine Lehranstalt für irgendwelche magischen Künste, keine Ahnung, ne? So was halt so Mittelalter-Fantasy so typisch ist. Und da haben wir halt aus diesen verschiedenen Städten von unserem Server mehrere Leute angesprochen, ey, habt ihr Bock? Wir wollen was basteln und dann haben wir das gemacht. Ja, nachträglich vertonen ist ganz schön zeitaufwendig. Manchmal weiß ich gar nicht, was ich gesagt habe zu dem Zeitpunkt. Es hat aber einen Vorteil. Ich kann den Jungs von Let's Rock Minecraft zum Beispiel was in den Mund legen und könnte zum Beispiel fragen, ihr wohnt doch in der Nähe von Münster. Ihr könnt doch als Marketing-Gag mal irgendwie nackig über den Marktplatz dort laufen. Könnte man machen. Hättet ihr da Bock drauf? Macht ihr das? Jo. nein, Scherz. Die richtige Frage war, ob ich mal mitspielen kann bei euch, zum Beispiel als Sklave. Dann pixel ich dein Skin noch ein paar Fußfesseln dran und dann passt das. Genau, das habe ich mir nämlich so gedacht. Ich, ein Sklave für euch, würde Holz hacken und Steine kloppen, weil in Minecraft so wirklich können tue ich ja eh nichts. Ja. Zettel. Was? Keine Ahnung. Ja, ich kann ja nichts und deswegen dachte ich, so als Sklave wäre es vielleicht ganz gut. Vielleicht noch eine andere Frage, ganz unabhängig vom Spielen. Wie ist denn das? Ihr seid Zwillinge, denen sagt man nach, die könnten irgendwie telepathisch miteinander kommunizieren. Ist da was dran eigentlich oder ist das Blödsinn? Ja, stimmt. Nein, Quatsch. Das wäre jetzt super gewesen, wenn wir gleichzeitig das Gleiche gesagt hätten. Also wir erwischen uns manchmal selber, dass wir, ich glaube, das kam eben auch so halb bei Hallo Mone am Anfang. Also manchmal sagt man wirklich dasselbe, wo man dann denkt, oh, gruselig. Oder die anderen das denken. Einer hat dann vielleicht sogar einen Ohrwurm von irgendeinem Lied und dann summt er auf einmal mit und dann sagt der andere, oh, daran, das Lied habe ich auch gedacht. Aber also ganz grob gesagt, ja. Also, zu Beginn habe ich ja auch gesagt, am Anfang hat ja nur der Basti gesprochen. Und da war es so, er konnte mich nicht hören, aber ich habe ihn gehört über, ja, Skype, Teamspeak, was auch immer. Und er musste aber dann quasi meistens irgendwie mit mir kommunizieren. Das haben wir dann im Ingame-Chat geredet, aber manchmal brauchten wir das auch gar nicht. Da hat er mir angeguckt, ich habe da irgendwie auf dem Block rumgehüpft und dann hat er direkt gesagt, oh, der will mir da sagen, da muss bestimmt noch eine Mauer hin. Und dann kam meine Nachricht im Chat, da muss noch eine Mauer hin. Also was bei uns beim Spielen manchmal auffällt, wir müssen eigentlich nicht viel miteinander reden, um zu wissen, was der andere gerade vorhat. Man sieht dann halt irgendwie, wo der gerade rumfliegt und dann, ja. Ich denke mal, das ist so ein bisschen auch Menschenkenntnis, die dann nicht unbedingt, also die dann auch irgendwie auf den Skin übertragen wird, weil man weiß, wie verhält er sich und was hat er da gerade vor. Und dann denkt man sich schon irgendwie seinen Teil von wegen, ah, der baut da jetzt noch ein paar Nischen, okay, dann da reinkommen bestimmt Fenster oder irgendwie sowas. Das ist bei uns zumindest von Beginn an wichtig gewesen, weil, wie gesagt, der Goran am Anfang gar nicht mit einem Mikrofon mit aufgenommen hatte. Weil wir halt auch am Anfang gesagt haben, wir hören uns zugleich an mit den Mikrofonen, die wir da zu dem Zeitpunkt hatten. Und ja, das war eigentlich gar nicht nötig, dass es, also diese ganze Kommunikation hat das eigentlich schon so geregelt, dass man ungefähr weiß, was hat der andere vor, indem man gesehen hat, wo fliegt der gerade hin oder wo rennt der gerade hin, was platziert der gerade für einen Block und man hat sich denn das meiste schon gedacht. Da musste ich nur noch erklären, hier, der zieht da jetzt gerade eine Küche hoch oder keine Ahnung was. Jetzt kommt mal wieder ein Abschnitt, wo ich nicht mehr weiß, jo, was ich gesagt habe.
Ja. Und dann haben die immer ja und nein und ja irgendwie geantwortet, die Kollegen hier. Und ich weiß nicht mehr, was ich gefragt habe. Deswegen denke ich mir jetzt an der Stelle einfach mal wieder ein paar Fragen aus, würde ich sagen, oder? Genau. Ihr habt mir im Vorgespräch gesagt, ihr seid zurzeit Singles. Ja. Und es können sich gerne Frauen melden, die müssen aber über 50 sein. Natürlich. Ihr steht ja auf Ältere. Das macht dann auch gar nichts aus, wenn die dann so ein bisschen faltig sind, so ein bisschen aussehen wie Mumien oder so. Nein. Tragt ihr eigentlich gerade Unterwäsche? Nee, zurzeit nicht. Ihr habt außerdem ja nichts dagegen, wenn sich die Beine nicht rasieren. Nö, gar nicht. Ja, jetzt wissen wir ja, wer sich bewerben kann. Meine Mutter zum Beispiel. Aber jetzt machen wir mal korrekt mit richtigen Fragen weiter. Mit echten Fragen. Wie ist das denn als Zwilling? Steht man da zum Beispiel auf die gleichen Typ von Frauen? Gibt es da Probleme? Oder ist es dann für die Partner auch ein bisschen kompliziert und schwierig, wenn die anderen Partner gleich aussehen oder fast gleich aussehen? Ja, es ist, denke ich mal, schon ein bisschen komisch. Früher, wo ich jetzt meine Ex-Freundin mal mitgebracht habe, da war es, also, sie wusste natürlich, ich bin Zwilling, aber kannte halt den Goran noch nicht. Und ja, das ist, denke ich mal, dann für die anderen immer ein komischer Moment. Aber ja, so ist es dann. Ach ja, Freunde, das ist jetzt wieder eine Stelle. Ich habe keine Ahnung, was ich hier die ganze Zeit gelabert habe. Mir würde jetzt noch eine Frage einfallen, und zwar, ob die das auch mal ausgenutzt haben, die zwei. Diese Zwillingsgeschichte, ja. Dass der eine Schulaufgabe für den anderen schreibt oder sowas. Ja. Aber das habe ich vergessen zu fragen. Ich glaube, ich wollte dann noch wissen, ob sie irgendwie schon öfter verwechselt worden sind, ob es da lustige Geschichten gibt oder sowas. Also generell, früher sahen wir auch viel gleicher aus. Das ist jetzt auch nicht nur bei Partnern oder so, sondern allgemein. Jeder, der mit uns so auch im echten Leben zu tun hat, je länger der uns kennt oder je länger er dann erstmal den einen kennt, desto leichter ist es dann auch, die voneinander zu entscheiden oder uns voneinander zu entscheiden, weil... Unterscheiden. Weil man den anderen halt dann dementsprechend schon besser kennt oder beide halt so gut kennt, dass man die Unterschiede sieht. Ja, an der Stelle ist mir dann nichts Besseres eingefallen, als die beiden zu vergleichen mit unseren zwei Katern. Wir haben ja zwei Kater, Clever und Smart, und die konnte ich am Anfang auch ganz schwer auseinanderhalten. Und Leute, die kaum kennen, können die auch ganz schwer auseinanderhalten. Aber wenn man die eben länger kennt, dann ist das, sind die total unterschiedlich, denkt man. Und man hat sich gemerkt, der eine hat weiße Söckchen, also Pfoten, andere schwarze. Aber das muss man jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr sehen, sondern für uns sehen die jetzt komplett verschieden aus. Ja, genau. Und ich finde das bestimmt toll, dass ich euch jetzt hier mit Pussys verglichen habe, aber mir ist eben gerade nichts Besseres eingefallen. Ich weiß gar nicht, wo hattest du, wir haben uns ja auch auf der Gamescom gesehen, ein Unterschied war ja schon irgendwie zu sehen, ne? Als allein auch schon von der Frisur, wir haben ja unterschiedliche. Für all die jetzt zuhören, wir haben uns auch da gesehen auf der Gamescom. Und hattest du da das Gefühl, dass wir jetzt so unverschieden sind, so gleich sind, unverschieden, oder war das so, dass du schon sagen konntest, wo du jetzt einen das erste Mal gesagt hast, das ist der Basti, das ist der Goran, alles klar, oder hattest du da Schwierigkeiten? Na sauber, jetzt werde ich schon interviewt. Wie war das bei der Gamescom? Also ich habe sofort gesehen, ihr seid Brüder und habe auch vermutet, ihr seid Zwillinge, deswegen habe ich gar nicht gefragt. Aber ihr seht schon unterschiedlich aus, ob ich jetzt Basti von Daniel unterscheiden könnte, das glaube ich nicht, aber das liegt dann eher an meinem beschissenen Namensgedächtnis und an meinem hohen Alter, in dem das Namensgedächtnis immer schlechter wird, ja. Jo. Jetzt aber nochmal was anderes, ihr hattet dort ja wie ich auch euer erstes Abo-Treffen, wie war denn das so für euch? Ja, also es war weniger ein Abonnententreffen, also, sondern eher mehr so ein Community-Treffen von unserem Server. Weil wir da das so im Forum abgeklärt haben, hey, hier alle Städte auf dem Server, kommt mal zusammen. Aber natürlich sind dann halt die User auch Abonnenten. Hoffentlich. Im Umkehrschluss. Was mich jetzt da interessieren würde, ist, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Ja, weil mir ist es immer noch ein bisschen unangenehm. Ich bin das nicht gewohnt, irgendwie auch Autogramme zu geben und sowas. Deswegen ein bisschen seltsam. Wie ist das bei euch? Also es war recht angenehm. Es war jetzt... Wir müssen auch sagen, wir sprechen ja fast jeden davon auch täglich in unserem Teamspeak. Also es war jetzt nicht so, als ob man da wildfremde Leute trifft, die einen da irgendwie noch nie angöttern. Ja. Also, das war mehr so, ja, Kumpels treffen sich halt. Da habt ihr aber mir gegenüber so ein bisschen den Vorteil gehabt, ne? Weil bei mir waren es wirklich für fast ausschließlich wildfremde Menschen, denen ich da begegnet bin. Und da weiß man auch nicht so genau, wie reagieren die und so. Und die waren dann auch zum Teil relativ zurückhaltend. Dann musste man sie ein bisschen anschubsen. Weil die ja, für die war es wahrscheinlich noch komischer als für mich, ja. Aber es ist immer ein bisschen komisch, finde ich. Ja, seltsam. Es ist auch ein mega komisches Gefühl, wenn man mal eine PN kriegt und dann,
Also ich finde deine Videos toll, blablabla, das ist ja alles noch in Ordnung, aber dann, ja, ich möchte... Das ist bei uns lustig, muss ich gleich nochmal drauf. Erzähl erstmal, ich habe noch was. ich möchte, was wollte ich jetzt sagen? Verdammt! Verdammt! Sag du erst. Ich sag zuerst. Manchmal kriegen wir PNs, das sind dann meistens neue, anscheinend neue Abonnenten, wo dann so steht, ja, ich guck dich schon so lange, ich kenne jedes deiner Videos, aber ja, genau, irgendwie kommt nicht rüber, dass, also wenn der uns schon so lange kennt, derjenige, warum duzt der zwei Leute, so nach dem Motto. Und das fällt uns manchmal auf, irgendwie, das kommt dann so alle zwei Wochen, kommt dann mal so ein Extremfall, wo es dann heißt, ja, ich bin Fan Nummer 1 oder so, kenne dich schon so lange, aber ja, dann kommen so teilweise Kuriositäten, was wir dann ganz lustig finden. Da antworten wir aber auch drauf. Ja, ja. Das ist ja immer lustig. Wir versuchen auf jeder PN zu antworten. Wenn nicht, dann haben wir keine Lust. Nee, Quatsch, wenn nicht, dann geht's halt nicht aus irgendwelchen Gründen. Ja, an der Stelle habe ich, glaube ich, dann auch mal erklärt, dass ich zwar viele Facebook-Freunde habe als Zuschauer, umgekehrt viele Zuschauer als Facebook-Freunde, aber dass ich mit denen keinen E-Mail-Verkehr führen kann. Ja. Und manche checken das nicht. Ich weiß nicht warum. Ja, die denken, ich hätte irgendwie mordsmäßig viel Zeit, irgendwie privat rumzumailen. Das geht leider nicht. Aber lustig sind sie manchmal auch. Da kriege ich, neulich habe ich eine Handynummer gekriegt per Facebook. Ja, so, ich soll mal anrufen. Also da wird mir selber ein bisschen komisch. Um jetzt aber nochmal auf Minecraft zurückzukommen. Könnt ihr nochmal erklären, warum das so langlebig ist? Warum die Leute das immer weiter spielen? Ich denke mal, bei Minecraft ist es ja so, dass es eine wirklich richtig aktive internationale Community. Ich glaube, so bei anderen Spielen hat sich das noch nicht so schnell entwickelt wie bei Minecraft. Und es gibt ja wirklich fast alle zwei Monate wirklich ein Update. Ja. Alle zwei Monate. Und dann gibt es da auch wirklich neue Spielinhalte jetzt. Das nächste Update, was kommen wird, das hat sehr viel Neuigkeiten, was Umgebung angibt. Also es gibt neue Landschaften in der Welt. Und auch ein großer Update ist, es gibt so Blöcke in Minecraft, das sind Command-Blöcke. Da gibt es neue Befehle. Das heißt, wenn das irgendwie mit einem Schalter gedrückt wird, dieser Block, dann führt er diesen Befehl aus. Und da gibt es jetzt im nächsten Update so coole neue Befehle, die so viele neue Möglichkeiten geben, irgendwie zum Beispiel diese Adventure-Maps zu machen, weil man da per Knopfdruck sozusagen irgendwas hinstellen kann, dass sich da vor einem dann was aufbaut. Und das alles eröffnet so viele Neuigkeiten und das mit jedem Update, Möglichkeiten, dass man da einfach ja immer neu angespornt wird, irgendwas Tolles mit diesen Neuigkeiten zu machen. Und ich zumindest habe das jetzt noch nicht bei einem anderen Spiel erlebt, dass es jetzt schon seit 2009 gibt das, glaube ich, oder 2010. Ich weiß nicht, also dass es so lange den Hype aufrechterhält wie bei Minecraft. Dazu muss ja auch noch zu sagen, wir spielen es ja jetzt nicht rund um die Uhr. Es liegt ja auch, ja, ich habe ja gesagt, wir haben ja auch einen eigenen Server, pipapo, und sind da halt auch mehr dann im Forum unterwegs etc. Und deshalb wird es uns persönlich jetzt auch nicht langweilig, weil wir halt nicht nonstop in-game sind. Ja. Also wir spielen es nicht täglich bis zum Brechen, sondern schon irgendwie so lange, bis dann ein wirklich dann sagt, komm, ey, für heute ist genug. Jetzt gibt es einen Film oder jetzt machen wir was anderes. Also es ist jetzt nicht so, wenn man jetzt irgendwie Kommentare liest, boah, das sieht geil aus, habt ihr da Monate dran gebaut und so, und dann, ja, aber über einen ganzen Monat verteilt. Also nicht nonstop, so nach dem Motto. Das ist alles sehr interessant, aber jetzt schweigt Stille, Buben, ich muss jetzt versuchen einzupacken, und zwar diesmal vielleicht so, nachdem ich schon wieder ein bisschen rumgestümpert habe jetzt. Nicht so wie bei der wie bei der Yacht, sondern dass das jetzt mal ein bisschen klappt hier. Ne? Da muss ich mir jetzt mal konzentrieren hier. Deswegen, da müsst ihr mal die Klappe halten, auch wenn ich jetzt wieder raus muss, Mann. Ja, also ich bin nicht der Einparkgott. Ist halt so. Was hast du denn eigentlich geladen? Da habe ich gar nicht mit einem Boot. Ein Schiff? Noch ein Boot? Ah nee, dann nee, das war die erste Fahrt. Was war denn die zweite? Was war das? Lebensmittel. Ach so. Gehen Mais. Ja, von wegen. Also, jetzt zugucken, Daniel und Basti, ganz vorsichtig einführen hier, wie ein Tampon. Ja, da lernt er doch was von mir. Dann geht das auch. Ja. Ah, drin ist er. Und da kann ich jetzt dann T drücken und dann ist Erfahrungspunkte angesagt. Ne? Dingelingeling.
Ja, super, oder? Hurra. Ja, das will ich, diese Begeisterung möchte ich spüren. So, fortfahren. Wir fahren jetzt aber nicht fort, sondern wir beenden diese Episode jetzt. Ich hoffe, den Zuschauern hat es gefallen, auch wenn es etwas mühsam nachvertont war. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen fluffig halten trotzdem. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und geht auch mal bei den Jungs von Let's Rock Minecraft bei denen vorbeigucken. Die haben da ganz, ganz lustige Sachen. Danke an euch beide, dass ihr mitgefahren seid. Und ja, wie immer kriegen bei mir die Gäste beim Euro Truck Simulator Talk Truck das letzte Wort. Ja, auch nochmal vielen Dank, dass du uns eingeladen hast in deinem Truck. Und ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Je nachdem, wann du das Video hochlädst, geht wählen, Leute. Wer nicht wählt, der darf dich später nicht beschweren.